Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr könnt es unschwer erkennen, das ist mein erstes normales Video aus meinem neuen Studio. Ihr hört es vielleicht auch noch, also es ist schon ein etwas halliger Ton noch, da kommt natürlich noch einiges an Verbesserungen. Das möchte ich bisher jetzt hier entschuldigen, aber ich habe es umgeräumt, jetzt kommen die Videos aus meinem neuen Studio. Zum Studio selbst kommen natürlich auch noch weitere Videos, aber heute geht es um das Oppo Find N2. Das Falt-Smartphone hier importiert von Trading Shenzhen. Vielen Dank an Trading Shenzhen für die Leihgabe. Nach meinem Review hier geht das natürlich an euch zurück. Ja, was erwartet euch hier zu diesem Review? Ich erzähle euch meine Erfahrungen mit diesem wirklich sehr handlichen Falt-Smartphone. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, hier liegt es dann vor mir. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung wegen dem bisschen halligen Ton. Ich habe gedacht, wenn ich es einräume, das Studio, wird es ein wenig besser. Ist es natürlich auch, aber noch bei weitem nicht 100%. Aber soll uns jetzt hoffentlich nicht stören. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das neue Studio jetzt im ersten Blick so findet, auch mit dem Ton, ob es ganz gut ist oder ob ihr den Hall im Video alles hört. Aber heute, jetzt in diesem Video, soll es um das Oppo Find N2 gehen. Bei Trading Shenzhen zu importieren für 1397 Euro. Das ist so der niedrigste Preis bei der niedrigsten Ausbaustufe. Ja, ich durfte es lange testen. Vielen Dank nochmal dafür und es ist, das sieht man jetzt direkt auf den ersten Blick, sehr, sehr handlich. Ja, es ist gar nicht so groß, wie man als denkt. Wir haben hier wirklich sehr, sehr handliche 72,6 mm auf 132,2 mm. Es ist 14,6 mm dick natürlich. Wenn wir es dann aufklappen, haben wir hier dann 140,5 mm und halt 7,1 mm in der Dicke. Der Kamerabump guckt noch mal etwas heraus, das ist ganz klar. 287 Gramm ist wirklich sehr angenehm für ein Falt-Smartphone. Diese Version, die ich habe, mit Leder hinten hier, so Lederimitat, ist das natürlich 233 Gramm. Was ist mir aufgefallen bei der Nutzung? Ja, was positiv, aber eigentlich auch negativ ist, das Display hier auf der Front ist 5,54 Zoll groß. Es ist ein AMOLED-Display mit Full HD Plus Auflösung, sprich 1080 x 2120 Pixel bei 429 ppi mit einem ja nicht ganz normalen Format, 18:9 Format. Und was ist daran negativ? Also erstmal positiv, die kompakte Größe, aber halt auch die schönen dünnen Displayränder. Ich guck mal, hier habt ihr was Helles, also wirklich ein sehr, sehr tolles Display. Und das ist auch der Nachteil, zumindest in meiner Benutzung gewesen. Ich habe hier meistens das Außendisplay genutzt für alles, also wirklich für alles, ganz, ganz wenig, dass ich hingegangen bin und habe das Smartphone dann aufgeklappt und habe dann das innere, das größere Display genutzt. Dieses ist übrigens 7,1 Zoll groß, auch AMOLED, sogar die E6 von Samsung, also die E6-Technologie von Samsung. Full HD Plus Auflösung 1792 x 1920 Pixel bei 370 ppi. Auch hier LTPO-Technik natürlich, also 1 bis 120 Hertz, 2060 Helligkeit, Nitzhelligkeit maximal, also in der Spitze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, es hat mich irgendwie nicht so sehr gezogen, das Display hier aufzuklappen, weil halt das äußere Display für mich zumindest wirklich vollkommen ausreichend war für die Nutzung, die ich halt so am Tag halt habe. Was ich mir natürlich auf dem großen Display angeschaut habe, ist erstens mal hier ein bisschen zocken, Diablo Immortal zum Beispiel oder halt auch das ein oder andere YouTube-Video. Aber das mache ich eigentlich weniger, also zocken und auch YouTube-Videos mache ich eigentlich weniger am Smartphone, sondern eher ja auf einem iPad oder halt am Fernseher zum Beispiel. Deswegen war das für mich so ein bisschen das Komische von der Erfahrung her, von meiner Erfahrung her, dass ich das, ja, das innere Display eigentlich fast gar nicht
genutzt habe. Ja, genutzt habe ich trotzdem aber einiges an diesem Smartphone, außer das äußere Display, und das ist sind die Kameras. Also erstmal hier die Frontkamera, innen wie außen. Ihr seht hier ein kleines Punchhole. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen auf der Kamera. Ihr müsst mich entschuldigen. Erstens bin ich noch ein bisschen aufgeregt, neues Studio. Zweitens muss ich immer gucken, ob die ganze Technik so ein bisschen stimmt, ob ich hier nicht das Smartphone hier mal so hinhalte oder so. Also da entschuldigt doch noch ein bisschen. Hier, wie gesagt, wir waren bei den Kameras. Die Frontkamera, innen wie außen, 32 Megapixel. Damit könnt ihr ganz normal das Gerät auch per Gesichtserkennung entsperren. Klappt wirklich gut. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Fotos, ja, in Ordnung, nichts Besonderes. Bei Tageslicht überhaupt keine Probleme. Das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Es ist ein Omnivision-Sensor, in beiden Fällen natürlich mit einer Blende von f2.4. Hier ein kleines Testvideo der Frontkamera des Oppo Find N2. Es ist sogar mit ein wenig Stabilisierung, die man an- und ausschalten kann. Genauso ein AI-Modus, also künstliche Intelligenz, die das dann nochmal alles ein bisschen verbessert. Alles in 1080p mit maximal 30 FPS. Bisschen schade, aber okay für ein Falt-Smartphone, wo es nicht unbedingt voll auf die Frontkamera drauf ankommt. Ihr seht jetzt die ganze Zeit hoffentlich ein paar Fotos. Dann auf der Rückseite machen wir es wieder zu. Auf der Rückseite haben wir drei Sensoren und die haben wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hauptsächlich der 50 Megapixel Sony Hauptsensor. Es ist ein IMX 890 mit einer Blende von f1.8. Optische Bildstabilisierung ist auch bei dem Hauptsensor mit drauf. Wirklich sehr, sehr gut. Hat tolle Fotos gemacht. Bei Tageslicht sowieso. Aber auch der Nachtmodus bei schlechten Lichtverhältnissen hat mich die Kamera des Oppo Find N2 doch mitgenommen. Und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, damit tolle Fotos dann auch zu schießen. Ja, der zweite Sensor, 48 Megapixel Sony IMX 581. Mit einer Blende von f2.2. Natürlich fällt dieser in der Qualität des Hauptsensors etwas zurück. Es ist der Ultraweitwinkelsensor mit 150 Grad Weitwinkel. Da hätte ich mir doch als mal ein bisschen mehr gewünscht, so 120 Grad, dass man doch so ein bisschen mehr dann drauf bekommt. Dann hätte man noch mal andere Möglichkeiten. Integriert ist der Makromodus bei der Ultraweitwinkel, ist immer sehr, sehr gut. Das fordere ich ja immer. Also kein extra Makrosensor irgendwie da so in 2 Megapixel, vielleicht 5 Megapixel, wenn es hochkommt. Also da wirklich sehr, sehr gut, dass da ein Makromodus in der Ultraweitwinkelsensor mit dran verbaut ist. Ja, der dritte Sensor, eine kleine Zoomlinse, 32 Megapixel, auch von Sony, IMX 709 mit einer Blende von f2.0. Wie gesagt, Zoomlinse, zweifach optisch Zoom, hätte man natürlich auch bis dreifach oder 3,1-fach ist es dann ja, glaube ich, optisch Zoom darstellen können. Auch optisch bildstabilisiert, das ist sehr gut. Der Ultraweitwinkel, nach meinen Informationen, hat eine elektronische Bildstabilisierung. Aber auch das hat vollkommen ausgereicht und war vollkommen in Ordnung für die Fotos. Die optische Zoomlinse mit zweifach habe ich eigentlich gar nicht zum Zoomen genommen, sondern halt eher für Porträtaufnahmen. Ihr könnt wirklich sehr, sehr schöne Porträtaufnahmen damit darstellen. Und es hat wirklich auch sehr gut geklappt, dass die fotografierende Person oder Tier wirklich sehr schön ausgeschnitten worden ist, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also bei den Kameras, bei richtig guten Lichtverhältnissen gibt es gar nichts zu meckern. Der Ultraweitwinkel sowie halt die Zoomlinse lassen bei schlechten Lichtverhältnissen doch dann nochmal einiges nach. Aber vollkommen in Ordnung, wie gesagt, für das hier ein Foldable-Smartphone ist, ist das komplette Kamera-Setup wirklich sehr, sehr gut gewählt von Oppo. Videos in 4K 60 FPS. Hier dann jetzt der Test der Ultraweitwinkel. Videoaufnahme in 4K möglich, das ist wunderbar. Auf allen drei Sensoren kann man mit 4K filmen, aber man kann leider nicht zwischen den Sensoren während der Aufnahme hin und her switchen. Das ist ein bisschen schade. Hier dann mit dem Hauptsensor jetzt das gleiche, 4K Auflösung, auch hier mit Stabilisierung möglich, aber da dann auch wie bei den anderen zwei Sensoren dann nur in 1080p möglich. Das ist auch ein bisschen schade, ist alles reduziert, das ist wirklich doch eine Sache, die Hersteller so langsam doch mal ändern sollten.
Jetzt der Zoom-Sensor. Ihr seht hier schöne Farben natürlich beim Sonnenuntergang. Beste Filmzeit. Hier schön die Wolken auch nochmal mit Sonne versehen. Also auch hier, wie gesagt, der Zoom ist auch mit 4K möglich. Hier seht ihr unseren Hund, der ein bisschen rumschnuffelt. Ja, und ich laufe jetzt mal noch ein Stückchen weiter. Wie gesagt, auch alles, auch bei allen drei Sensoren mit Stabilisierung möglich, auch bei dem Zoom-Sensor. Ihr seht, jetzt ist sie deaktiviert. Dann ab einer Qualität von Full HD 60 FPS haut ihr wirklich den richtig guten Stabilisierungsmodus dann ein. Da verwackelt gar nichts. Man könnte fast meinen, ihr hättet halt ein Gimbal in der Hand, wo ihr das Gerät dann einspannen könnt. Dürfte aber bei einem Faltsmartphone eher schwierig werden, dass das überhaupt da reinpasst. Aber wie gesagt, braucht ihr ja nicht, könnt ihr hier mit diesem Modus in Full HD 60 FPS Qualität, wie gesagt, richtig gut darstellen. Ja, natürlich auch hier Hasselblad als Kooperationspartner, als ja Partner der Kameralinsen, der Kamerasoftware, könnt ihr Hasselblad Pro Modus auswählen. Da habt ihr verschiedene Filter, die dann angewendet werden können. Ihr habt eine Langzeitbelichtung, ihr habt den von Oppo, ja, so ein bisschen vernachlässigten, will ich es nicht sagen, aber sie bewerben ihn nicht wirklich so. X-Pan Modus, der mir persönlich wirklich sehr, sehr gut gefällt. Habt ihr in Landscape Modus, habt ihr dann ganz tolle Fotos, die werden entweder in Schwarz-Weiß abgelichtet oder halt, es wird ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht und ein farbiges Foto, die werden zusammengelegt und somit habt ihr noch mehr Details in diesen Fotos. Also das macht auch wirklich sehr viel Spaß und ich verstehe gar nicht, dass Oppo da nicht noch mehr diesen Modus dann pushen kann. Digital-Zoom, ja, vergessen wir es, das ist wie immer Spielerei, ja, so Autofokus und RAW-Format und HDR und so weiter, das kennen wir mittlerweile von jedem guten Smartphone, das ist ganz klar. Ja, jetzt habt ihr ein paar Fotos gesehen, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Qualität des Oppo Find N2 bei den Fotos findet. Also bei mir hat es wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Kommen wir zur Software und wie ihr gehört habt, es ist ja ein Importgerät. Also da ist dann doch immer ein bisschen was dazu zu sagen. Hier installiert Android 13 mit ColorOS 13 als drüber gelegt von Oppo, sage ich mal. Ihr habt hier die Möglichkeit, dieses Gerät in englischer Sprache zu nutzen. Leider kein Deutsch, aber in englischer Sprache. Mittlerweile gibt es eine Anleitung bei Trading Shenzhen zum Beispiel auch nachzulesen. Ich verlinke euch das gerne mal unten. Da könnt ihr mit der Hilfe eines Laptops leider könnt ihr hingehen und zumindest die Apps, die ihr im Play Store bekommt, könnt ihr quasi dann auf Deutsch stellen. Gibt es eine Anleitung, wie gesagt, wirklich sehr, sehr cool. Habe ich jetzt hier bei dem Oppo Find N jetzt noch nicht getan. Ich zücke jetzt gerade mal meinen aktuellen Daily Driver, weil da kommt auch noch ein Video, das ist ganz klar. Gleicher Untergrund. Oh, ich habe es wesentlich hochgehalten. Ich hoffe, das hat funktioniert die ganze Zeit. Was wollte ich sagen? Ja, hier das Oppo Find X6 Pro, da habe ich es schon angewendet, also es funktioniert, dass ihr über die runtergeladenen Apps wie jetzt Instagram oder Twitter und so weiter die Apps dann auf Deutsch nutzen könnt. Ja, das Gerät legen wir doch mal auf Seite, das kommt demnächst nochmal dran. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt grundsätzlich alles auf Englisch nutzen, auch halt die Settings, die könnt ihr immer nur auf Englisch nutzen, auch wenn ihr die Anleitung dann quasi nutzen wollt, um die anderen Apps, die ihr wie gesagt vom Play Store bekommt, auf Deutsch nutzen wollt, bleiben die Einstellungen auf Englisch. Aber überhaupt kein Problem, finde ich. Mittlerweile kann jeder oder fast jeder Englisch, das ist doch überhaupt kein Problem. Und wenn dann nur noch die Einstellungen auf Englisch sind, so oft muss man ja nicht in die Einstellung, dass man da unbedingt irgendwas vermissen würde. Ja, die Google Services sind alle installiert, also ihr bekommt das Gerät mit Google Play Store, also nicht wundern, dass das Gerät vielleicht schon mal offen war oder so. Trading Shenzhen installiert euch da alles, was ihr so braucht, danach. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Service, finde ich. Dann habt ihr auch bei Netflix oder bei Amazon Prime oder bei Disney Plus, also ist ja immer so die Frage bei Importgeräten, habt ihr aber die Möglichkeit, in bester Qualität die Filme und Serien zu streamen, weil dieses Gerät kann Weitwein Level L1. Also da dürfte kein Problem sein, da das richtig zu nutzen. Einziges Problem bei Oppo-Geräten, bei Vivo-Geräten, die man importiert,
Android Auto, also wenn ihr das nutzen wollt, das funktioniert leider nicht. Was richtig gut funktioniert und das ist wirklich sehr, sehr gut, ist hier die Power des Geräts. Endlich ist mal ein Hersteller hingegangen und hat wirklich fast den besten Prozessor, den besten Chipsatz hier in einem faltbaren Smartphone verbaut. Hier der Snapdragon 8 Plus Gen 1, es ist der Octa-Core mit 3,0 GHz. Unterstützt das Ganze dann noch mit einer Adreno 730 Grafikeinheit und 8 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.1 interner Speicher. Da haben sie nicht so das Neueste vom Neuesten, aber auch das reicht noch vollkommen aus, um alle Games, die ihr im Play Store bekommt, dann ohne Ruckler, ohne Zuckler zu zocken. Das wäre auch schlimm, für einen Preis von fast 1400 Euro sollte das dann schon drin sein. Antutu Benchmark-Punkte liegen bei 985.000. Ja, was gibt es noch zu sagen über ein Importgerät? Was ist noch relativ wichtig? Ja, natürlich der Empfang. Beim Telefonieren, beim mobilen Internet, da muss man aufpassen, das ist ganz klar. Aber dafür guckt ihr ja auch meine Videos und wenn ihr da keins verpassen wollt, dann abonniert natürlich den Kanal. Und wenn ihr da unten seid, kommentiert doch gleich das Video, gebt noch einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen und unterstützt natürlich hier meine, meine Arbeit. Also 5G, natürlich überhaupt kein Problem mit dem wichtigen Frequenzband N78, aber auch die LTE-Bänder, die in Deutschland immer noch sehr, sehr wichtig sind, sogar noch wichtiger wie das 5G, ist Band 20 mit dabei, Band 8 und Band 28 auch mit dabei. Also hier dürfte fast niemand ein Problem haben, tolles oder schnelles mobiles Internet in Deutschland zu empfangen. Ebenso, wenn man daheim ist, WLAN 2,4 und 5 GHz, das ist ja mittlerweile Standard. Aber auch Wi-Fi 6 ist natürlich auch mit an Bord, also schon der schnellere Standard, der hoffentlich sich auch bei uns bald hier durchsetzen wird. Bluetooth 5.3 zum Koppeln von Smartwatches, zum Koppeln natürlich von Kopfhörern und so weiter. NFC ist auch mit an Bord. Google Pay könnt ihr nutzen. Der Safety Net Check wurde bestanden. Das dürfte kein Problem sein. Die eine oder andere Bank-App macht natürlich Probleme. Das müsst ihr aber letztendlich ganz alleine ausprobieren, wie ihr dann damit zurechtkommt. Da kann ich jetzt wirklich nicht hingehen und jede Bank-App irgendwie überprüfen. Habe ich persönlich sowieso nicht auf dem Smartphone. Google Pay habe ich immer ausprobiert. Das funktioniert schon ganz gut. Also im Allgemeinen und auch ganz gut mit dem Oppo Find N2. Wir haben hier verbaut, das müssen wir noch ein bisschen näher besprechen, einen 4520 mAh starken Akku verbaut. Ja, er könnte ein bisschen größer sein. Aber für die kompakte Maße finde ich ihn doch relativ groß. Das ist wirklich sehr, sehr gut. 67 Watt könnt ihr das Gerät aufladen. Es wird euch ein Netzteil mitgeliefert und ihr kennt das. Natürlich ist da der chinesische Standardstecker mit dabei. Aber Trading Shenzhen legt euch immer einen Reiseadapter mit dazu. Somit könnt ihr das Originalnetzteil mit dem Originalkabel richtig ohne Probleme und richtig, wie gesagt, nutzen. Die Laufzeit, ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich habe, wie gesagt, ganz oft nur das äußere Display genutzt, welches auch super entsperrt mit dem Fingerabdrucksensor hier im Powerbutton. Aber ich habe meistens die Gesichtserkennung drin. Also ich habe meistens ja das äußere Display, das kleinere Display nur genutzt. Und da war das natürlich die Laufzeit natürlich sehr, sehr lang. Also da bin ich mal locker 1,5 Tage, fast 2 Tage weit gekommen. Umso mehr ich das innere Display genutzt habe, umso eher kürzer ist natürlich die Laufzeit. Aber ich bin immer locker über einen Tag gekommen. Das war überhaupt kein Problem. Ja, jetzt bleibt eigentlich gar nichts mehr offen. Mein Erfahrungsbericht habe ich euch jetzt hier dargelegt in dem ersten Video hier bei mir im neuen Studio. Also ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Auch wie vorher, ich bin hier viel flexibler. Wie gesagt, es kommen noch Videos auch über dieses Studio. Das ist ganz klar. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, unter diesem Video, was ihr vielleicht über dieses Studio auch noch alles wissen wollt. Ihr kennt ja vielleicht meine Studio-Vlogs. Jojo, der da hämmert, habe ich sie genannt. Das fand ich ganz cool irgendwie, ganz lustig. Ich habe ja früher immer Tim Allen geguckt. Hör mal, wer da hämmert. Und dann war das eigentlich
naheliegend. Also da habe ich schon zwei Studio-Vlogs abgedreht und auch schon online gebracht. Ich habe nochmal Material für einen Vlog und hier kann man aber jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ja, ich mache mal eine Studio-Tour oder, also Tour ist auch ein bisschen übertrieben, so groß ist das Studio jetzt auch nicht. Aber was habe ich alles installiert, wie zum Beispiel hier hinten dran, mein LED-Schlauch zum Beispiel oder was auch immer ich noch gemacht habe. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, dann werde ich auch mal eine Studio-Tour hier auf meinem Kanal online bringen. Um das nicht zu verpassen, abonniert gerne hier gleich unten, drückt einfach den Abo-Button und vielleicht sogar die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video. Ja, jetzt hoffe ich, das Video selbst über das Oppo Find N2 hat euch gefallen und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!